Der Umweltschutz ist in unserer Zeit eine der wichtigsten Herausforderungen der Gesellschaft. Alstom sieht sich seit vielen Jahren in der Verantwortung, umweltfreundliche Lösungen für den Schienenverkehr zu entwickeln. Heute setzen Bahnbetreiber fast ausschließlich Dieseltriebwagen für den Personenverkehr auf nicht elektrifizierten Strecken ein. Jetzt bietet Alstom eine CO2-emissionsfreie und darüber hinaus geräuscharme Alternative: Coradia Island. Angetrieben von einer Brennstoffzelle sind seine einzigen Emissionen Wasserdampf und Wasser. Dabei fährt der Zug mit einem niedrigen Geräuschpegel. Alstom ist weltweit einer der ersten Hersteller eines Personenzuges auf Basis dieser Technologie. Dank dieser Technologie ermöglicht Coradia Island einen nachhaltigen Bahnbetrieb, wobei seine Leistung der von herkömmlichen Zügen entspricht. Coradia Island kombiniert dabei unterschiedliche innovative Elemente: eine saubere Energiewandlung, eine flexible Energiespeicherung sowie ein intelligentes Management der für Antrieb und die Bordsysteme benötigten Energie. Das Prinzip beruht auf einer Brennstoffzelle, die elektrischen Strom liefert. Sie ist das Herzstück des Systems. Die Brennstoffzelle wird je nach Leistungsbedarf mit Wasserstoff versorgt. Durch die Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff aus der Umgebungsluft liefert die Brennstoffzelle die für den Zug erforderliche elektrische Energie. Die Effizienz des Systems beruht zudem auf der Speicherung von Energie in leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien. Sie speichern die nicht direkt benötigte Energie, um sie zu einem späteren Zeitpunkt bereitstellen zu können. Dadurch wird die Effizienz des Energieeinsatzes verbessert. Alstom hat darüber hinaus ein intelligentes Leistungs- und Energiemanagementsystem entwickelt, das die Leistung bereitstellt, wo immer sie im Zug benötigt wird, und den Energieverbrauch so weit wie möglich senkt. Dadurch erhöht sich die Reichweite des Zuges. Die Brennstoffzelle liefert vor allem bei der Beschleunigung des Zuges die erforderliche elektrische Leistung, wobei die Batterien im Bedarfsfall zusätzliche Leistung bereitstellen können. Beim Bremsvorgang wird die kinetische Energie des Zuges genutzt und durch das Antriebssystem in elektrische Energie gewandelt, wodurch der Zug für die Versorgung seiner Bordsysteme nahezu selbstversorgend ist. Das ist die sekundäre Energiequelle. Die überschüssige Bremsenergie dient zum Aufladen der Batterien, dadurch wird Wasserstoff eingespart. Beim Rollen oder bei geringer Beschleunigung liefern die Batterien die für den Antrieb und die Bordsysteme erforderliche Energie. Und die Brennstoffzelle ist stets verfügbar, um bei Bedarf Leistung bereitzustellen und die Batterien wieder aufzuladen. Durch das intelligente Management der durch die Brennstoffzelle gelieferten bzw. beim Bremsen gewonnenen elektrischen Energie ist der Coradia Island in Reichweite und Leistung vergleichbar mit klassischen Regionalzügen und zudem umweltfreundlich. Um den Einsatz des Coradia Island für die Betreiber so einfach wie möglich zu gestalten, liefert Alstom ein komplettes Angebot, bestehend aus dem Zug, seiner Instandhaltung und der gesamten Wasserstoffinfrastruktur aus einer Hand. Alstom entwickelt Coradia Island gemeinsam mit renommierten deutschen und kanadischen Unternehmen, die auf eine langjährige Erfahrung mit Brennstoffzellen und Batterien zurückblicken können. Diese Synergie rund um den Coradia Island ermöglicht es Alstom, die bahnbrechende Technologie bereits in der nahen Zukunft anbieten zu können. Ab 2018 wird der erste Coradia Island in Deutschland in den Fahrgastbetrieb gehen. Mit Coradia Island macht Alstom heute einen wichtigen Schritt hin zur Eisenbahn der Zukunft.